Was macht denn Island für dich so aus, Andreas? Ich finde, Island ist das spektakulärste Land in Europa. Also ich höre immer wieder Hochland. Also man kann sagen, eine Islandreise ohne Hochland ist eigentlich keine komplette Islandreise. Also hat man doch was Wesentliches eigentlich verpasst, wenn man nicht ins Hochland reingeht. Also man kann natürlich auch rund um die Insel reisen, aber wenn man wirklich Island in seiner Gesamtheit begreifen will und wirklich diese absoluten Superlative sehen will, dann muss man ins Hochland. Gesehen haben in den letzten 3 Tagen allein, gell? Das sind ja bombastische Landschaften, gell? Das ist unfassbar. Ich glaube, da könnte ich mich auch locker mal 10, 12 Tage aufhalten. 15. Soll ich dir was verraten? Wir haben bisher nur 10% von dem gesehen, was wir auf unserer Tour sehen. Cool. 90% lauert da draußen und wartet. Spektakulär.